Welcome home, Jin. Hey, Akos. I hear the Aegis awakened. Nasty shock for you? Or was it? Of course, my script showed how everything would play out from the start. Sure, you say that once it's all over and done with. It's easy to act smug when hindsight's on your side. Shut your mouth, Abrona. I'm shaking to my core. Where are the other two? Mikhail's inspecting the Ardanian factory. And my beloved sister is out hunting, as always. I'm sure she'll have found plenty of drivers to chew up and spit out by now. She likes to hunt, all right. Not sure we can use all of those core crystals, though. Do we know where the Aegis is right now? Have no fear, Jin. Of course we know her whereabouts. Abrona? Yeah. It seems they're currently traveling away from the urban area of Gormont. Leaving the town? But there's nothing out that way. Perhaps they're on their way out of Gormont itself. Oh, and... What? It seems a certain shipment has set out. The core crystals heading to Indol for cleansing, huh? How pious of them. Shall we handle them? I can deal with that myself. You concentrate on the Aegis. Understood. Well, I am looking forward to clapping eyes on the Aegis. By the way, what of Nia? You know where she is? Yes. Look, this dot here. Without a doubt, this is Dromark's wavelength. It seems they're traveling together with the Aegis. With the Aegis? Huh. Do as you see fit. Understood. You don't need to ask me twice. Right then. We're gonna take the Monoceros. As you wish. Hey. Don't do anything too reckless. What is that? A Cloud Sea compass. A must-have for salvagers. It's sort of a map of the Cloud Sea. If you do this and this... What's the date today? Amathotober 5th, 4058. Okay. So now we put the date in. See? Oh, this is very clever. Looks like Gormont. Is the closest country to the World Tree right now? All we need is a ship. The army has every ship in town in its grip. We're kind of stuck. Seems that way. Sorry, I'm no use now. I know. But I'm all out of ideas. Rex needs ship? Tora, have good idea! You do? There is shipbuilder living at Gormont Titan's Bum Bum. Old friend of Tora's Grampypon, he called Umon. Maybe he help if we tell him what's what. Sure, it's worth a shot. Let's get going. Und damit begrüße ich euch zum dritten Kapitel von Xenoblade Chronicles 2. Sag mal, Tora, die Stelle, wo dieser Umon lebt, wird die nicht vom Pegel des Wolkenmeers beeinflusst? Warum fragst du, Rex? Seit wir Nia gerettet haben, steht das Wolkenmeer ja eher niedrig. Aber wenn sich das wieder ändert, müssen wir vielleicht unsere Route anpassen. Gut mitgedacht, Rex. Der Stand des Wolkenmeers bestimmt stets, welche Orte wir erreichen können. Manchmal kann man plötzlich zu Stellen schwimmen, die vorher unerreichbar waren. Und manchmal versinken tiefer gelegene Orte plötzlich in den Wolken. Genau, und deshalb wollte ich halt wissen, wo genau Umon wohnt. Ah, jetzt versteht Tora. Aber Rex braucht nicht Köpfchen zu zerbrechen. Weg zu Umons Werft wird nicht von Wolken beeinflusst. Da bin ich ja beruhigt. Wenn die Werft nur bei hohem Pegel erreichbar gewesen wäre, hätten wir erstmal Däumchen drehen müssen.
Da hätte ich nichts dagegen gehabt. In einem Gasthaus zu entspannen, wäre man auf Ebbe oder Flut wartet, ist doch auch nicht verkehrt. Nichts wie irgendwo, Drax, aber in deinem Helm ist manchmal ziemlich eng. Schon gut. Wenn wir das nächste Mal in Torigurt sind, können wir in einem Gasthaus einkehren. Aber jetzt erstmal Werf von Onkel Pon Umen Mon ansteuern. Schon wieder Tipps für Abenteuer. Ab sofort kannst du dich in Gasthäusern auch für einen langen Aufenthalt entscheiden. In diesem Fall ändert sich der Pegel des Wolkenmeers. Ist dir auf deinen Reisen also irgendwann das Wolkenmeer im Weg, dann kehre am besten in der nächsten Stadt in ein Gasthaus ein. Damit du keine böse Überraschung gibst, solltest du vor einem langen Aufenthalt immer den Pegel des Wolkenmeers in der Umgebungsinformation prüfen. Und noch eins, nicht alle Gasthäuser bieten einen langen Aufenthalt an. Trübut ist dies aber möglich. Das ist auch gut so, denn die Umgebung der Stadt wird stark vom Pegel des Wolkenmeers beeinflusst. Okay, Leute, ich will... Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Okay, da unten ist Torigurt. Und ich würde sagen, ich will jetzt einfach mal warten mit... dass ich jetzt weitermache. Ich wollte gerne ein bisschen leveln. Dazu schauen wir nochmal, bitte. Einmal ins Missionsbuch und ich wollte aktivieren. Okay, ich wollte nämlich das jetzt eben fertig machen. Das habe ich ja vorher nicht geschafft, weil er keine Gruppe hatte und das wollte ich jetzt mal probieren. Warte mal, kann ich mich nicht teleportieren? Schnellreise nach Gormut, Torigurt. Genau, wir wollen genau Tor von Torigurt. Dort wollen wir hin. Yep. Dann schauen wir uns das doch mal an. We're here. So, shall we? Okay. Ich werde es wieder noch fertig machen. Jetzt mal nämlich hier oben. Diese dürften ja kein Problem sein. Sind ja gut angestiegen im Level jetzt. Ich kann halt einfach mal die Gegend einfach mal ein bisschen erkunden hier. Ich habe gar nicht viel gesehen davon. Wir ballern hier auf die ganzen Kapitel durch ohne Ende, aber wir müssen jetzt hier mal ein bisschen die Gegenden erkunden. Genau, wir waren nämlich genau hier vor. Abends, okay. Dann würde ich sagen, stellen wir die Uhr mal vor. Machen wir mal auf 20 Uhr. Und da sind sie auch schon. Okay, bring it on. Au! Jetzt müssen wir die Aggro ziehen. Spinning! Cut out! Not about her!
keine Teile, Petle oder Petel beim Holzhandel Gomut mit, was du über die Schuldigen herausgefunden hast. Geht's denn da überhaupt hin? Schauen wir doch schnell hoch. Das ist ein Schatz. Ein Schatz, mein Schatz. Treasure acquired. Oh. Okay, gehen wir nochmal zurück. No! We lost the upper hand! Let's keep this up and we'll win for sure. My thoughts exactly. Be careful with weapon! You nearly hit Tora! Hey, we got through it in one piece, didn't we? Besides, you're so stupid. The chances of our happening are like next to the thing. Oh, you're one to talk. Let's keep this up and we'll win for sure. My goal's exactly. Ha! Spinning! Yeah! Anchor shot! Make haste and retreat it! Thanks, Poppy! So, William, please. What have we here? Flora heals an aching soul. So, das ist auch eine Sammelstelle, die nehmen wir auch gleich mit. What have we here? So, und dann gehen wir doch mal zu dem Petle. Direktheilung. So, habe ich das jetzt hier? Kransabotage. Zurück.
Okay, Kranreparatur. Finde Aufziehrädchen in Gormut. Okay. Und ich sage, gehen wir noch mal ein bisschen hier gucken. Einfach ein bisschen umsehen. Schauen wir, wie weit wir überhaupt gehen können, ohne dass wir hier Stufe 9. What have we here? Schon bin jetzt schon schnell. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal speichern. Come out! Ach so, eine habe ich schon, oder was? Okay. Oh, mein Reisepunkt, okay. Congratulations. Boah, ist das groß hier. What have we here? Oben auch noch was. Ist gut, dass nicht gleich gepult werden, wenn man da vorbeigeht. Was ist denn das hier? Warum ist das hier so komisch? Also heiße Quellen oder sowas. Ja, so hoch hier. Okay. Das ist ein bisschen so für uns. Stufe 71. Wir machen uns komplett platt in einem Schlag. Aber ich finde, dass die Sammelstellen, glaube ich, respawnen ziemlich schnell, oder? Kann das sein? Come out! Flora heals an aching soul. Also schreibt zurück mal in die Kommentare, Leute, ob ihr überhaupt die Nebenquests hier sehen wollt oder ob ihr halt hier hauptstorymäßig interessiert seid. Ich weiß ja nicht immer, wenn ich jetzt hier rumrenne, ob euch das gefällt oder nicht, oder ob ihr auch die Welt so sehen wollt. Aber schreibt es mir einfach in die Kommentare, dann kann ich da ein bisschen drauf eingehen. Weil sonst will ich halt das Nebenquesten und so ein bisschen nebenbei machen. What have we here? Ah, da oben gibt es eine Kiste. Machen wir da mal auf. Treasure acquired. What have we here? Aufziehrädchen, wie werden wir denn die finden? Come out! No! We lost the upper hand! Ha! Yeah! Our emotions are in tune, Rex! Dang! He's found us! Yeah!
Schon wieder gespawnt in der Zeit. What have we here? Hier sind ein paar heftige Viecher. Heftiger. Up and arrived. All in one piece. Huh.
Okay, bring it on. Meh. Our emotions are in tune, Rex. I like your attitude. Losing focus, Rex? Oh, no, you don't. Me. Much obliged. Dropping the protection after fire. Spinning jetlash. Make haste and retreat. Ha! Short anchor shot. Ha! Poppy will protect Master. Steady! Drill! I won't set. Double spinning edge! None of that. Eagle Eye! Tora can do it! Tora will do it! Our emotions are in tune, Rex! Yeah! My thoughts are exactly. Jetwick flash! Yeah! Let us make use of the flash! Short. Ha! Right! Geiler Kampf. So kann ich jetzt richtig bei den Linken looten. Komm out, komm out! Okay, wir finden aber keine Zahnrädchen oder Aufziehrädchen. Wir könnten höchstens nochmal da hinten rüberschauen. You're all mine. Wo finden wir ein Aufziehrädchen? Mal schauen, vielleicht finden wir sie hier drüben. Einzelheiten, schauen wir mal auf Einzelheiten stecken da. Kranz benötigt. Aufziehrädchen. Okay. Zu hoch hier. Stufe 38 ist mir zu krass. Können wir hier hoch?
Achso, jetzt bin ich ja im Kreis gelaufen. Ja, ich bin komplett im Kreis gelaufen. Okay, bring it on. Langsam wird der Sept schon. Come out, come out. Okay, this is what happens. Wir gehen mal darüber zu dem Mechaniker-Ding da. Schauen wir doch mal, ob man dort drüben was finden. Vielleicht finden wir hier ein bisschen was. Hier ist es doch ein bisschen mechanischer, sag ich mal. Keine Ahnung. Ob hier irgendwas rumliegt. And arrived. All in one piece. Okay, bring it up. You're done! Situation. Think you can take me? The are in tune, right? No, you're done! Don't forget like me! Think you can take me? You're done! Think you can take me? Be here! You're done! Think you can take me? Please leave it to me! Those are in tune, right? Think you can take me? Be here! Don't forget me! Think you can take me? Be here! Spinning! Don't forget me! Think you can take me? Think you can take me? Think you can take me? Is that it? Let's go! Don't forget me! Think you can take me? We can do this all day! Tora could even beat them without friends! Gibt's hier Schätze? Da gibt's Schätze. Treasure acquired. Calm your mind. On your own. Better.
No! We lost the upper hand! Ha! Now I'm fired up! Tora, ready us up! I'm leaving for sure! I'm getting fired like up! Like your attitude! Yeah! Thanks for the support! Ha! Jackwell! Let us make use of it now! Ha! Yeah! Sure. Please leave it to Tora! Tora, bring it to the top! Our emotions are in two, Rex! Like your attitude! Break! Anfällig gegen Feuer, anfällig. Ich weiß nicht, wo die blöden Aufziehrädchen sein sollen. Okay, ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt aber einen Cut und schauen uns in der nächsten Folge dann an, wie es weitergeht. Ich denke mal, ich werde jetzt ein bisschen farmen gehen, ein bisschen Nebenquests machen und auch, dass ich das Aufziehrädchen da endlich mal finde. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und wenn ihr genauso viel Spaß gehabt habt wie ich, lasst mir noch ein Like, Kommentar oder auch Abo da, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, jetzt aber genug gequasselt. Ciao, bis zur nächsten Folge. Euer Andi.